Los, gib ihm. Black, der guckt genauso verpeilt. Nice. Jo, bringt nichts mehr. Wir nehmen es trotzdem mit. Haben wir noch andere Möglichkeiten, mit ihm was zu machen? Oberflächenprobe nehmen, ja gut. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil das ist auch immer noch Moon Rückgrater. Heißt also, wir keepen das, aber nicht für lange. Dann Lager aufstellen, das können wir natürlich noch tun. In der Hoffnung, dass er nicht umfällt. Die Lagunsflagge. Hoffentlich geht das bei KSP 2 auch. Scheiße, wie viel die Moon Landing ist denn das? Abbrechen. Können wir immer noch beschriften, ne? Schild lesen? Ah, ne, können wir nicht. Super. Wie viel die Moon Landing war denn das jetzt? Flag, ja toll. Danke. Die Flag Moon Landing 1. Ah, das ist Moon Landing 1, das ist das hier Moon Landing 2. Nicht Flag. Alles klar, Moon Landing 2. Gut, packen wir aber erstmal wieder ein. Und setzen sie jetzt nochmal neu. So sieht's aus. Moon Landing 2. Bobby! Was here. Val und Billy. Billy auch. Punkt. Die Honks. Ausrufezeichen. Okay, nice. So habe ich mir das doch vorgestellt. Okay. Ja, can do, I guess. Mach mal. So, dann steigen wir jetzt hier wieder ein und dann sind wir schon wieder durch, ne? Aber das ist ja auch nur eigentlich unser Test, ob hier alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aha! So, Borden. Ja gut, ich muss die Experimente wegschmeißen, so sieht's aus. Dann haben wir natürlich noch das Ding. Materialuntersuchung durchführen. Ah, 100 Science, wenn wir es mitbringen, 49, wenn wir es versenden. Wie viel Datenmenge? 25 Mits. Ist ein bisschen viel. Türen schließen. Ich hoffe, dass das halt überlebt, ja. So, dann haben wir hier noch Tanks. Ohne Ende. Mystery Goo. Bobble-Dee-Doo. Jawohl, 40 Science und einen davon könnte man eigentlich verschicken. Das sind 10 Mits, ja, das geht noch. Das ist halt die Sache, 16 Science haben oder nicht, ne? Gut. So, dann haben wir noch Thermometer, zu heiß. Yeah, das schicken wir auf jeden Fall. Das sind 8 Mits, also schicken. Und können dasselbe vielleicht auch nochmal so, ja, falls wir es mitnehmen können. Dann dasselbe hier, Druckdaten. 12 Mits, okay, gut, schicken. Und Druckdaten protokollieren, keepen. So, das müsste eigentlich fast schon gewesen sein, ne? Was wir hier so großartig ausführen können. Ja, the end. Okay. Ja, nice. So, dann haben wir noch 1453 Meter die Sekunde. Was genügt, um zurückzukommen? Vor allem in Kombination mit dem Bobby hier. Ascent Guidance. Wir gehen auf, ich sag mal, 12 Kilometer. Und Orbit Inclination, ja gut, die sollte man natürlich holen, stimmt, 10 Kilometer. Und dann würde ich sagen, theoretisch das passt, praktisch auch, let's go. Jo, das kostet aber so richtig Energie. Sollte trotzdem genügen, um zurückzukommen. Wenn nicht, haben wir verkackt. Ist klar, ne? Und so. Das kostet uns nochmal 500 Meter. Okay, aber dann sind wir in dem Orbit, wie wir ihn haben wollen, ne? Ja. Ja, okay. Das ist doch schön. Das passt. Dann lassen wir ihn das mal fliegen. See. Sau geil. I like.
Wann kommt das schon mal vor, dass ich beim Burn Kaffee trinken kann? Ah, nie. Oh, wow. Cool. Ha. Huh. Mel, hast du fein gemacht. Guck dir das an. Wie cool sieht das aus. Awesome. Fertig. Sieht so aus. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Ah, mitten im Schiff, okay. Fertig. Ja, cool. Alles klar. Gut, er hat die Inclination natürlich nicht geändert. Das sollte aber trotzdem irgendwie gehen. I guess so. So, das war der Smart Ass. Der gute alte. Manöver Planner. Return from a Moon. Zack. Create Node. So, gucken wir mal. 200 Meter die Sekunde. Ja, warum auch immer er anzeigt, es wird nicht passen. Schubzeit 1 Sekunde. Kommen wir dann überhaupt zurück? Wo ist die Periapsis? Ja, sie ist zumindest mal da. Also der Return Burn sollte auf jeden Fall klar gehen. Execute next node, oder was? Ich sag mal, ja, can do. Das Ding ist dann leer, ja. Ja, du machst das schon. Madame. Danach sollten wir dann irgendwie einen Bremsburn durchziehen und fertig. Kann man die Dinger eigentlich wieder einfahren? Glaub schon. Sind wir bald da? Ja, Schubzeit 1 Sekunde. Das halte ich für ein Gerücht. Gucken wir mal, was er da baut, wenn er jetzt burnt. Urn, weil das sieht mir doch sehr spät aus. Ja. Das ist es nämlich. Aber okay, I hope it works. Yeah, that works. Okay, cool. Und wir haben noch 400 Meter die Sekunde zum Abbremsen. Passt also hervorragend. Das passt mir voll in den Kram. So, dann machen wir hier nochmal ein Manöver in 5 Stunden. Bisschen abbremsen. Darf natürlich nicht zu teuer werden. Können wir eigentlich auch vorher schon abbremsen. So, Periapsis, dann sind wir auf jeden Fall drin. So, für 50 Meter die Sekunde, alles klar. Das machen wir dann auch. Vorher müssen wir uns aber leider vom Moon verabschieden. Execute next. Das ist natürlich nice, ja. Man plant die Nodes und kann dann quasi es fliegen lassen. Ist schon cool. So, den Rest nutzen wir dann zum Bremsen. Eigentlich könnten wir aber auch mal den hier machen. Wenn er denn mal aufhört zu beschleunigen. Ja, Moon. Wo bist du? Wo bist du? Alter, he's so gone. Fuck. Na gut, da kommt auf jeden Fall Kerbin. Jo, das ist unsere Periapsis. So, den Rest fliegen wir dann wieder per Hand. Oder wo sind wir jetzt hier bei? 11.000 Meter, alles klar, cool. So, dann fliegen wir den Rest per Hand. Und zwar könnten wir mal bis hierhin warpen. In der Hoffnung, dass es uns jetzt nicht zersmasht, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, sage ich wohlbemerkt. Ich denke aber, wir sollten die Antenne einfahren. Und wenn es geht, auch die Photovoltaik-Paneele. Ja, die bringen natürlich auch wieder Geld. Einfahren, Antenne. Einfahren. So. Dann Retro Crate Hold. Hä? Und dann lassen wir uns weiter fallen. Jetzt weiter per Hand. Ja, könnte ein bisschen dauern. So bei 100, 120 könnten wir mal anfangen zu bremsen. Ich denke aber, das sieht ganz gut aus. Ja, vielleicht machen wir sogar noch ein bisschen näher. So, okay, jetzt aber. Retrograde Hold, ab dafür.
So, damit wir keinen Sprit mehr dabei haben. App-Lader haben wir genug, eindeutig. Das Ding brennt echt lang, ne? Alles klar, so, und ab zurück in die Atmosphäre. In der Hoffnung, dass es jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wir fallen. Weil den Wiedereintritt haben wir mit dem Ding noch gar nicht getestet, ne? Ist halt auch immer so ein Ding. Müsste aber klappen. Nehmen wir noch Monoprop. Vielleicht, um das mitzuhalten. Wenn wir schon Retrograde gehen, damit es uns nicht komplett zerlegt. So, wir sind sehr nah am Eintrittswinkel in die Atmosphäre. Wir haben natürlich auch schon wieder so einen steilen Fallwinkel. Aber hey, guck mal, wo wir eigentlich theoretisch rauskommen. Ja, voll da. Oh Mann, hätte ich jetzt nicht gebremst, wären wir vielleicht sogar da gelandet beim KSC. Okay, wir sind in der Atmosphäre. Au, Pickel an der Nase. Ja, geil. Und so. So, ob das Ding hier irgendwann Bam macht, ich denke mal, wir ziehen dran vorbei, weil das müsste weniger Gewicht haben als wir. Und da kommt die Hitze. Ich freue mich. App-Lader, da geht er down. Alter, aber so richtig. Okay, das Ding sehen wir wahrscheinlich nie wieder. Gut daran ist natürlich, dass wir hier kaum Hitzeentwicklung am eigentlichen, an der Kapsel haben. Kaum. Nicht so wie bei den kleinen Schiffen. Hier, diese ganzen Experimente gehen auch noch super durch. Aber so richtig gerade liegen wir nicht, ne? Oh, 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 oh. Wobbly Party incoming. Oh, oh. Ja, das kommt sehr seitlich. Uncool. Ich mach das RFS mal aus, aber wir wobbeln des Todes, okay. Wow, Hitze. Hallo. Okay, stabil ist anders. Also so richtig... Ah, wir hätten hier oben noch ein Reaction Wheel gebraucht. Das RFS heißt hier auch nichts mehr raus. Aber es versucht's zumindest. Okay, cool. Nein, wir brauchen auf jeden Fall da oben noch ein Reaction Wheel. Das ist zu... Guck mal, es versucht nachzukorrigieren, aber es schafft's nicht. Okay, jetzt... Jetzt ist es okay. Gut, was haben wir jetzt noch hier? 15 Kilometer? Wo ist das KSC? Sind wir dran vorbei? Ne, das müsste noch ein Stück weiter da vorne irgendwo da sein. Ja, leck mich fett. Okay, das hätte wirklich klappen können. Wäre natürlich jetzt schöner gewesen, wenn wir hier im Wasser gelandet wären. Wer haben wir denn für einen Riesenschatten? What is this sorcery? Okay, 10 Kilometer. Ich denke mal, die Break-Schirme könnten wir mal rausholen. So langsam, aber sicher. Wir sind über dem Wasser, das ist gut. Breaken sie. Wupp. SES ist an, elektrischer Strom, gut. RCS auch nochmal an. Das korrigiert halt auch nochmal gut nach. Aber nicht so viel, wie es eigentlich in Space machen würde. Eieieiei. Okay, wir sind gut schwer. Also da kann man leider nichts sagen. Die werden sich jetzt öffnen hoffentlich, die kleinen Bobbys. Naja, auf 2,5 erst. Okay, das ist vielleicht ein bisschen spät. Jetzt ist es aber zu spät, das jetzt noch für alle einzustellen. Wir sind nämlich verdammt schnell. 2,5 Kilometer. Das gibt ordentlich Gehkräfte, Jungs und Mädels. Nur ein großer Schirm noch dazu. Der bremst auch nochmal. Aber nicht so, wie es sollte. Den könnten wir allerdings noch einen Ticken früher öffnen. 1500 so. Okay. So, boom! Yeah, das waren fast 10 G oder was? Gut, das brauchen wir jetzt wohl nicht mehr. Obwohl wir nicht wirklich stabil liegen, ja. Das muss man wohl ganz klar mal so sagen. Wir sind ein bisschen schwer. Jetzt haben wir jetzt 1,5. Der große geht auf. Gleich. Jetzt. Und bremst uns auf. Wir sind immer noch zu schnell.